Willkommen, meine Freunde, auf Dead Island, dem stinkenden Mooskutter deiner Mutter. Und zwar zusammen mit dem Cajun hier am Start. Wir stehen hier bei Bob Marley. Auf dem Weg zu unserer nächsten Quest. So sieht's aus. Wir sind wieder in der Kanalstadt hier. Und wir freuen uns natürlich, hier wieder ordentlich zu schnitzen. Und zwar Zombie-Gesichter wegzuschnitzen. So, okay, dann labern wir mal hier mit Möwen. Hör zu, mein Freund, es gibt zwei Dinge, um die wir uns kümmern müssen, bevor wir abhauen. Erst einmal brauchen wir Benzin für das Boot. Nur mit Benzindämpfen kommen wir nicht hin. Das zweite ist eine Überraschung für Titus, damit er uns durchlässt. Wer ist Titus? Sonst kommen wir nie da rein. Also wie soll es laufen? Jo, machen wir. 9000 EP ist spitze. In Ordnung, du findest das Benzin an der Tankstelle. Wenn du schon mal da bist, kannst du dir auch ein Auto suchen. Mit dem bist du wenigstens schneller wieder hier. Ich bewahre die Sachen für Titus im roten Container bei den Hangars am Ufer auf. Hier ist der Schlüssel zum Lager. Ich bleib so lange hier und pass auf das Boot auf. Viel Glück. Dieser miese Raster-Zopf-tragende Feigling, ey. Alles muss er selber machen. So. Ja, unglaublich. 217 Meter. Ich glaube, dir brennt die Locke, ey. Und dann und dann auch noch zu Fuß sich hier durchkämpfen oder was? Meine. Ach du Scheiße, guck mal, da oben ist schon wieder eine. Ja, komm her! Komm her! Bitchka-Matrix, ist es voller Zeug! Batz! Zack! Das miese Miststück, ey. Ich nehme mal eine andere Waffe. Die ist ein bisschen overskilled. Die behalte ich mir für die richtig harten Gegner auf. Ich nehme erstmal hier so ein Luschengerät. Diese Machete. Brutale Eigenbau-Machete. Wir werden auch noch ein Best-of vielleicht machen. Das ach du Scheiße, ich muss die Harfe des Horns noch einschalten. Scheiß auf die Harfe des Zorns, jetzt wird random gespielt hier. Geh doch schon mal vor und schnitze die weg, ich bin gleich soweit. Hey, weißt du was? Ich drück die ganze Zeit Doppel-W für Schnelllaufen. Hat einer zu viel Minecraft gespielt? Ach du Scheiße, jetzt kommt der. Ey, ich muss den Timer einstellen, verpiss dich, du Mongo. Meine Güte. Kannst doch übertreiben hier. So. Harfe des Zorns. So, eine hartnäckige hier, unglaublich. Oder zack. Brennt wieder was. Oder kommt was Gebranntes. Komm, wir müssen gerade auslaufen. Was ist denn das da? Ach, ein Laden, ja, links, oder so, ne? Keine Ahnung. Links brennt's. Komm, gehen wir mal weiter. Ja, lass mal hier durch. Ah, nee. Ja, scheiße, Mann. Wo müssen wir denn lang? Ja, doch, hier? Wir müssen hier durch. Komm zurück, komm zurück. Nee, wir müssen hier rein. Lass da drüber springen. Hua! So, ich hoffe, wir sind jetzt nicht in einer abgeschiedenen, verbackten Gegend, wo man nie wieder rauskommt. Wie bist du denn da drüber gekommen? Ja, aufs Auto und da drüber gehüpft. Mit Sprinten. Toll, jetzt habe ich hier die ganzen Zombies am Sack. Ja, musst du springen. So, also wir sind hier. Ich habe ein Auto gefunden, Benny. Herrlich. Und dieses scheiß Doppel-W. Ja, wir sind momentan ein bisschen ein Minecraft-Projekt am Vorbereiten. Das war gestern ziemlich lange. Ja. So. So, ich fahr. Weg hier. Verpiss dich. Vergessen. So. Du Scheiße, ist ja gar kein Platz mit dir hier drin. Warum sind denn da so viele Totenköpfe, sag mal? Sag mal, wie fährst du denn hier? Du drückst dir nicht mal die Kupplung und das Gas. Muss er erstmal ausparken hier. Ja nein, deine Füße stehen ja einfach auf dem Boden. Sag mal, warum geht die scheiß Tür nicht auf da? Ja, vielleicht, ich hab dir von vornherein gesagt, wir haben hier nichts zu suchen. Doch, wir brauchen ja das Auto. Nee, wir brauchen ja die Karre hier. Pass auf, wir machen das so, wir fahren hier lang. Und da hinten, guck mal, da auch ist das ein hübscher Ausgang. Komm her, ich habe ein Türchen aufgemacht, komm her. Ja, ich bin doch schon draußen längst. Achso, das musst du von der Hand aufmachen. Ja, jetzt komme ich zu dir, warte. Dankeschön. Oh, sorry. Ertrunkene Hoffnung, bist du drauf? Ja, bin drauf. Spitzenmäßig. So ist auch das erste Mal, dass wir hier durch diese Kanal-City quasi mit dem Auto cruisen, oder? Ja. Jetzt ist die Scheibe schon wieder dreckig hier. Gleich raus damit, wir haben kein Wasser mehr zum Scheibenputzen. Sag mal, schießt du da, oder? Ja. Du kannst vom LKW aus schießen? Vom LKW, sag ich schon. Hier von der Ladebritsche aus. Er ist jetzt auf der Ladebritsche. Ist das geil. So, hier ist Benzin. Steig mal ab und lad die Scheiße gleich auf hier. Warte mal, ich muss ja erstmal hier die Zombies hier. Du lädst jetzt die Scheiße auf. Ich warte hier, ich lasse den Motor laufen. So, steig aus. Alter, verballerst die ganze Munition, die wir brauchen. Ach du Scheiße. Nein, das ist ein Mega-Zombie. Ja, dann mach ich das wieder. Komm zu Papa, Mega-Zombie. So, das ist doch kein Mega-Zombie. Ja, du hast eindeutig wieder die besseren Waffen. Enthaupteter Lurch, so. Aha, der Benzinkanister ist hier innerhalb des Zauns. Ja, aber ich glaube über den Krankenwagen oder diesen Lieferwagen hier, was das hier ist. Ich glaube, da hinten ist auch die Tür offen, so zur Not. Ja, guck mal, hier kommen wir doch rein. Ich bin drin.
Was bist du? Wie bist du? Oh mein Gott. Ah! Oh, Scheiße! Komm, hier machen wir mal wieder ein paar Schnitzarbeiten hier. Schön wie im Erzgebirge. Hier Pyramiden aus Zombie-Schnitzen. Ach du Kacke, Alter. Was ist das denn für ein Mongo? Was hat denn der da? Bitte muss er wieder Fingernägel schneiden, der Kollege. Wo laufen die denn alle hin da? Ach, da bist du. So. Herrlich. Schön die Kohle einsammeln, ne? Oh, guck mal, DHL ist auch wieder da. Tatsächlich, die sind auch überall. So, jetzt müssen wir mal gucken, Benzin, wo hier dieser scheiß Kanister ist. Im Container. Ah, ja, ich seh's schon. Ich irgendwo. Seh's schon, ja. Irgendwo hier drin. Oder vielleicht doch oben drauf. Wie oben drauf meinst du? Da müssen wir ja oben hochklettern. Ah, ja, ja, natürlich. Hier ist ja eine Leiter. Ach, guck mal an hier. Oh, Scheiße. So. Oh, Scheiße. Wo kommt denn die Nutte her? Lagerarbeiter waren auch. Ach, jetzt bist du tot oder was? Was für eine Scheiße? Er hat mir mal guten Punch gegeben. Ja, hier waren zwei Snacks. Also, hättest du dann zur Not noch nehmen können. Okay, der Container ist offen. Lass schon mal den Motor laufen. Alkohol. Alter, hier sind Dietrich Stufe 1 und Stufe 3. Da sind voll die Pornowaffen drin und wir haben keine scheiß Dietrich-Fähigkeiten. Ja, lass so, ich hab die Scheiße. Lass ins Auto. Vielleicht mal schauen, wo wir Dietrich hier machen können. Ja, dann musst du upgraden. Also brauchst du erstmal die Fähigkeit, die Dietrich überhaupt verwenden zu können. Wir müssen zurück. Der Marker ist hinter uns. Ja, jetzt auf einmal. Eben waren wir noch vor uns. Wir fahren aber trotzdem mal hier lang. Oh Gott, hier. Explodierende Viecher. Guck mal, hier. Hallo, Party. Jihihi. So. Auf 40 Meter. Gut, dass die Straßen alle so schön frei sind hier. Halt die Fresse. Da schreien die uns einfach an. So. Und hier ist auch schon der nächste Marker. So, gucken, wie wir da am nächsten rankommen. Ach, hier ist die Tankstelle. Guck mal an. So, lad mal auf da die Kanister, die beiden. Die drei. Scheiße. Ah, ich geb dir Deckung, komm. Wie sind denn das hier? Nur der eine oder was? Noch ein paar. Erfolgreich so, enthauptet. Ah, alles aufladen hier. Ey, die sind auch wieder aggressiv hier, die Jungs und Mädels. So, alles drauf? Nee, nee. Haben wir noch einen Kanister hier? Nee. Nö, nö, nö. Jetzt müssen wir das nur noch abladen, glaube ich. Und dann haben wir es schon geschafft. Oh mein Gott, ey. Was hat der denn da? So ein Cappy. Ich glaube, der ist Kopier im Casino oder sowas. Pokerdealer oder so. Pokerdealer, genau. Unser Pokerturnier. Ja, hat wahrscheinlich schon stattgefunden mittlerweile. Keine Ahnung. Mein Gott, sind die alle hässlich, ey. Ja, aber so ist das. In so kleinen Dörfchen auf so einsamen Inseln, da ist Inzest gang und gäbe. Und das kommt dabei raus. Ich brauch mal eine Straße hier. Also ich mag diese Automission nicht, das ist jeder mal so langweilig. Ja, wieso denn? Du kannst auch ordentlich runterballern wieder hier. Wenn du Munition hast. Wo müssen wir denn hin, zur Kirsche? Na nee, zurück. Siehst du, der Marker ist ja bei dir überhaupt nicht aktuell. 46 Meter hinter uns. Was ist denn hier los hier, der scheiß Marker? Ich hasse den Marker. Kommen die denn alle her hier? Verpisst euch. Meine Güte. Oh, jetzt, Ja. Wir müssen auf jeden Fall hier rechts rum irgendwie. Wir müssen nach unten. Ach, guck mal, da hinten geht's lang. Oh, scheiße, Mann. Hier können wir doch gar nicht durch, Alter. Wir müssen die Kanister tragen, wir kommen im Auto. Nee, doch, doch. Oh, fahr, 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 da ist einer, der explodiert. Warum ist der andere nicht gestorben? Ja, wir kommen da irgendwie. Nein, das heißt ja nicht runtertragen. Natürlich, es gibt keinen Weg mit dem Auto zum Boot, glaubet mir. Du Scheiße, ich bin tot. Das ist super. Ja, aber egal, dann lass uns doch am besten die Kanister runtertragen, Benny. Du bist doch so ein Arschloch manchmal. Wieso denn? Ich sag's dir die ganze Zeit, lass die Kanister runtertragen. Ja, ja, aber wir können doch mit dem Auto da gar nicht ranfahren. Ich trage ihn jetzt runter. Ich trage ihn auch runter. So. Scheiße.
Kann man, warum kann man mit Kanister nicht sprinten? Ich drück nochmal zweimal W, ob das jetzt funktioniert hier. Mhm. Oh Gott, das ist schon wieder so ein Kanaldeckel. Du kannst den Kanister auch immer vorschmeißen, darfst du nur nicht ins Wasser schmeißen. Ja, stell mal vor. Schmeiß dir mal ins Wasser, ich will mal wissen, was dann passiert. Nee, ich hab okay, muss ich die Quest erfüllen. Wieso das denn? Es ist immer noch leer. Ja, ja, ich komme hier schon, Mo. Meine Fresse. Wieder zu viel gekifft, oder was? Hier, hinstellen den Kanister, hier. I'm not going nowhere. Wo? Da, F. F. So, bitteschön. Aber so, gib die Kohle her! Blöder Wichser. All right, brothers. In Ordnung, Bruder. Auch Benny, Alter. Entschuldigung. Good at this. Hm. Neue Upgrades verfügbar, wunderbar. Dietrich, wie ich gerade mal. Das reicht, ja, wenn einer das macht. Hier? Ich mach das. Jetzt müssen wir nur gucken, wo wir einen Dietrich herkriegen. Ja, die können wir ja dann bauen. Ja, weiß ich, bin ich mir noch nicht so sicher. So, was ist denn jetzt unsere epische Mission hier? Ach so, jetzt müssen wir wieder zurückfahren. Jetzt haben wir hier Sprit gesammelt und jetzt geht's weiter, oder wie? Ah, gut. Ich hab keinen Marker. Auf zum Resort, komm her hier. Komm ran auf den Meter. Komm ran hier, Benny. Meine Güte, aber auch hier. Die epische Bootsequenz. Kapitel 15, gefährliche Wasser. Ich bin immer der Meinung, es hieß Wässer, oder? Die Mehrzahl vom Wasser. Wässer? Wässer ist besser, oder? Oh, hier mal kurz an die Werkbank. Jo, mach das mal. Mal ein bisschen reparieren. So, müssen wir jetzt die Kanister dahin tragen. Ach hier, guck mal, Jin ist auch wieder da. Fühl dich wie zu Hause, ist unsere neue Quest. 64 Meter. Schade, dass wir das Auto nicht wieder aufs Boot parken konnten. Das wäre auch mal geil. Ach du Scheiße, Benny, du ahnst es nicht. Ja. Ich lock die mal alle zum Boot rüber. Dann kann uns der andere helfen, denn da sind so ein paar Brocken dabei. Kommt her, hier, ihr Lappen. Ich habe jetzt auch Fleischköder. Das heißt, das kann uns den Arsch retten, die Fleischköder. Was machst du denn da schon wieder? Ja, ich bekämpfe hier die Mongos. Wir sind wieder ein bisschen aggro unterwegs hier, die Typen. Scheiße, ja, runtergefallen hier. Alter. Alter, was hat der eine Waffe da oder was? Ja, ja, der hat ein Messer schon. Der blöde Wichser trifft auch noch damit, ey. Warte, wir lenken den mit dem Fleischköder ab. Hast du Fleischköder? Ja. Pass auf, mach mal. Ich zeig. Komm mal her, ich zeig dir das jetzt. Achtung. Mal testen. Fleischköder testen. Was denn jetzt hingeschmissen? Ja, klappt ja super. Oder warte mal. Der hat das Messer auf mich geschmissen. Der muss ja erstmal hochgehen. Was hat er gemacht? Der hat das Messer auf mich geschmissen. So ein Penner, Alter. Also Fleischköder funktionieren wohl nicht so gut. Wieder. Ich hol den Fleischköder wieder. Die Fleisch. Ach du Scheiße, hier lass den Köder da. Okay. Kriegst du den oder soll ich mal hier schnitzen? So. Oh, Fleischköder ist weg. Okay. So, dann lass mal weiter hier. 33 Meter für dich wie zu Hause. Oh, da oben ist eine Dings. Warte mal, lass mich mal. Ah, das hat's ja super gebracht hier. Toller Scheiße, Effekt. Mann. Super, jetzt lockst du auch noch die Penner an. Hast du noch so Fleischköder? Ach, solange der Obermongo da nicht kommt, ist das auch alles noch in Ordnung hier. Problem ist, ich bin gleich tot hier. Oh Gott, ey, wenn ich die Typen da hinten schon wieder schreien höre. Kriegst du tot da, die Nutte? Du Scheiße, Mann. Alter, hast du die gerade umgedreht, den großen Mongo? Ja. Nee, das ist eine kleine. Der kleine Mongo. Ist schon wieder tot? Ja, ja. Lass den mal explodieren hier. Oh, guck mal, ich bin auf dem Dach gespawnt. Cool. Spitze. Boah, verpisst euch, Mann! Okay, die ist auch hin. Ich schau mal von hier oben aus zu. Ich bin ja erstmal in Sicherheit. Wie? Ich bin gleich tot hier. Mach den fertig da, den Lutscher. Ja, ich habe ja nichts mehr. Ich hab noch zwei Magnumkugeln. Wo ist er denn? Oh Mann, 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 Mann. Nee, 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 ich mach den von hier aus fertig, der kommt. Scheiße, der kommt. Halt die Fresse. Ah, gleich ist er hin. Spring runter, gib einen Messerhieb und dann ist er weg.
So. Blöder Penner, ey. Ja, dafür ist die Magnum echt geil. Hätte ein bisschen Kohle gehabt. 100 Kröten nur. Ja, wir müssen auf jeden Fall Munition holen. Okay, wir müssen da rein. Wahrscheinlich kommen wir dann nur von oben rein. Irgendwie durch die Dachluke. Weißt du noch, das war einer der ersten Parts so. Oh, ich glaube Part 20 oder so. Keine Ahnung. Aber nee, hier geht's nicht rein. Wir müssen also die Vordertür nehmen. Alter, wurde hier nicht unser Panzer gebaut eigentlich? Weiß ich nicht mehr. War das nicht hier? Doch, das war hier. Hier war unser fetter Panzer drin. Ah ja, stimmt, genau. Ah, hier ist eine Tür. Außerhalb des Ganzen. Hier müssen wir hin, guck mal. Ah, ich bin mir noch nicht so sicher. Bin da. Alter, Energies, Gott sei Dank, ey. Oh, Energy könnte ich auch gleich mal gebrauchen. Nee, ist alles schon leer. Ich hab's. Komm, los geht's. Ja, was ist denn da Schönes eigentlich? Wo müssen wir denn da hin? Die Rohre haben wir. Scheiße, Dietrich Stufe 2 benötigt. Verdammte Axt, ey. Hier ist ein Medikit, willst du das mitnehmen? Ja, Medikit mal mitnehmen. Nee, ich kann das nicht mitnehmen, sonst muss ich eine Waffe da lassen. So, was hast du denn da jetzt? Ja, die Rohre mussten wir holen, die habe ich geholt. Jetzt wofür denn Rohre? Ja, keine Ahnung. Ist das ein Quatsch schon wieder hier in Dead Island? Ja, Zombie-Wellen brechen aus und wir besorgen Rohre. So, ich bin am Start hier. Gib ihm mal das komische hässliche Rohr. Nee, ich muss die Rohre hier hinlegen, glaube ich. Hier. Ah ja, jetzt. So, mit Jin müssen wir jetzt sprechen. Oh, das ist ja auch ein Hin und Her. Da ist noch etwas anderes, das ich tun muss. Aber ich muss es alleine tun. Also wartet einfach hier. Okay, das kann ich. Warten kann ich. Viel Spaß. Blöde Kuh. Los geht's. Ach hier, das stimmt, das ist ja sein Macker. Ja, ihr Vater, den willst du töten. Ja, genau. Der kommt von unten, ich sag's dir. Der greift die gleich da aus dem Gitter. Aber da war ich doch drin, da ist nix. Oh mein Gott, hast du sie gehört? Ja, jetzt komm jetzt hier, warte. Wir machen jetzt kurz. Nein. Wir machen keinen Cut. Und das war's, meine Leute. Was hinter der Tür ist, seht ihr im nächsten Part. Bis dahin, euer Cation und Benny. Nee. Jetzt gucken wir noch. Ich habe auch versucht, die Tür aufzumachen, aber die ging leider nicht auf. Ansonsten hätte ich den Part doch gerne übernommen da für die Tante. Ah, guck mal, da ist er. Er lebt doch noch. Er ist doch kein Zombie, oder? Ja, obwohl. Ah, so ein bisschen zombie-mäßig ist er schon unterwegs. Wunderschöne rote Augen. Ich wette, sie kann es nicht und wir retten ihr in den Arsch. Oh doch, sie macht's einfach. Was hat die eigentlich für eine Knarre, Benny? Ja, One-Shot. Die hätte ich auch gerne. Schöne Pistole. So, jetzt hier, versau mal nicht die Stimmung. Halt doch endlich mal die Fresse. Meine Güte, das Video ist emotional geladen, ja? Das muss man einfach auf sich wirken lassen. Da kann man nicht die ganze Zeit quatschen, Benny. Ich bitte dich jetzt wirklich, die Ruhe zu bewahren. Und nicht mehr... Du bist so ein Schwein, Alter. So, das war's. Du bist so ein mieses Schwein. Wir sagen tschüss. Bis zum nächsten Mal.